den Betrieb im Griff behalten, immer und überall. Das sichert das perfekte Zusammenspiel der WinWorker App mit ihrer Branchensoftware im Büro. iPhone oder iPad starten, Internetverbindung herstellen und schon sind Sie mitten im Betriebsgeschehen. Unabhängig von Ort und Zeit haben Sie Zugriff auf wichtige Projektdaten, die Adressverwaltung oder Ihre Materialstammdaten. Kurz blättern und alles wird auf Ihrem iPhone oder iPad angezeigt. Kundenadressen, Angebotsdokumente, Baustellenfotos und Materialinformationen. Ob noch genügend Material vorrätig ist, sehen Sie am ausgewiesenen Lagerbestand. Benutzerfreundliche Such- und Filterfunktionen erleichtern die Auswahl. Und die Kartenansicht der Adressen bietet schnelle Orientierung für Sie. Wie Ihre Projekte in der Zeitplanung liegen und welcher Mitarbeiter gerade was tut, das zeigt Ihnen die Übersicht zum aktuellen Baustellenstand. Mitarbeiterübersicht auswählen und sofort haben Sie alles im Blick. Herr Arich ist auf dem Rückweg, im Akazienweg sind Zusatzarbeiten nötig und Herr Dante räumt gerade auf. Und so einfach geht's. Kommen Sie doch mal mit auf die Baustelle. Wir schauen uns das genauer an. Herr Sonne ist pünktlich auf der Baustelle und, wie so oft, der Kunde ist noch nicht da. Tja, da heißt es also wieder einmal warten. Wie gut, dass die Wartezeit mit der WinWorker-App sinnvoll genutzt werden kann. Mal sehen, was ganz nebenbei erledigt werden könnte. Herr Sonne startet die WinWorker-App und sucht nach überfälligen Rechnungen. Projekte, Filter, offene Posten und schon sind die Projekte aufgelistet. Na sowas, Dr. Abelsmeier. Herr Sonne wundert sich, denn Dr. Abelsmeier ist ein langjähriger Kunde und zahlt eigentlich immer pünktlich. Mal sehen, was da los ist. Ah, da ist ja eine Mail von ihm. Offensichtlich hat Dr. Abelsmeier ein Problem mit der Rechnungssumme. Hier sind die Dokumente zum Projekt. Herr Sonne lässt sich die angesprochene Rechnung anzeigen und sieht, dass Regiearbeiten zusätzlich berechnet wurden. Was war denn da los? Er schaut in der Sammelmappe zum Projekt nach und findet gleich eine Sprachnotiz von Herrn Bach. Jo Chef, also oben links am Fenster gibt es Schimmel. Habe ich dem Architekten auch gezeigt, der war gerade da. Absprache ist, zusätzlich berechnen, wird wohl so um die 2 Stunden dauern. Tja, war doch alles mit dem Architekten besprochen. Und hier ist auch das Foto dazu. Sie haben es ja gerade selber gesehen. Mit der WinWorker-App sind Sie immer auf dem aktuellen Stand und können schnell reagieren. Herr Sonne will das Problem auch gleich mit dem Kunden klären. Denn natürlich hat er auf seinem iPad und seinem iPhone alle Kontaktdaten zur Hand. Ein Klick und schon wird der Anruf auf seinem iPhone gestartet. Guten Tag, Herr Dr. Abelsmeier. Der Sachverhalt ist mit dem Kunden schnell geklärt und die Zahlung schon so gut wie unterwegs. Dann schicke ich Ihnen gleich mal das Foto mit dem Schimmelbefall. Per E-Mail an den Kunden senden und erledigt. Aus dem Termin hier auf der Baustelle wird wohl nichts mehr werden. Herr Burger ist immer noch nicht aufgetaucht und auch telefonisch nicht erreichbar. Herr Sonne überlegt, vielleicht war die Anfahrt ja doch nicht ganz umsonst. Mal sehen, ob es in der Nähe noch Kunden mit offenen Angeboten gibt. Adressen im Umfeld, Filter, offene Angebote. Ein Kunde mit einem offenen Angebot ist schnell gefunden. Die Eheleute Küppers wohnen hier ganz in der Nähe. Es sind gerade Schulferien. Herr Küppers ist Lehrer und hat deswegen vielleicht Zeit. Die Projekte werden auf dem iPhone angezeigt. Es wird gerade sein Treppenhaus renoviert. Und außerdem liegt ihm ein Angebot für die Fassadensanierung vor. Sonne, guten Tag Herr Küppers. Ich bin ganz in der Nähe und wollte mal sehen, wie es so auf der Baustelle läuft. Ja.
Prima. Dann bin ich so in 10 Minuten da. Fünf Minuten später ist Herr Sonne bei seinem Kunden. Treppenhaus ist ja wirklich sehr schön geworden. Mhm. Wir haben uns überlegt, ob wir nicht gleich auch die Schlafräume mit renovieren lassen. Und Sie wissen ja. Der Sohn von Herrn Küppers leidet sehr unter Allergien. Deshalb sind die Eltern besorgt wegen der für die Renovierung genutzten Farbe. Sie wollen ganz sicher gehen, dass es später keine Probleme geben wird. Die Bedenken sind mit der WinWorker-App schnell ausgeräumt. Über einen Barcode-Scan vom Farbeimer ruft Herr Sonne direkt das Praxismerkblatt von Brilux-Server auf. Die Farbe ist TÜV-geprüft und für Allergiker geeignet. Wenn wir die Schlafräume gleich mit renovieren, wird hier ein Abwasch. Im Prinzip schon. Können Sie auch gleich weiterarbeiten? Da muss ich mal nachschauen. Herr Sonne startet schnell einen Kommissionierungsvorschlag. 5 Eimer werden benötigt. Ja, das geht. Ja. Dann würde ich doch vorschlagen, dass wir morgen mit 5 Eimern auf die Baustelle kommen. Dann kann Herr Bach gleich mit den Schlafzimmern beginnen. Das wäre prima. Ja, super. Ja. Gut. Geld. Kostet das denn mehr als jetzt die Flur renovieren? Ich schätze, das bleibt im gleichen Rahmen. Wir bräuchten höchstens etwas mehr für die Vorarbeiten. Ja, dann machen wir das so. Eigentlich ist Herr Sonne ja wegen der Fassade gekommen. Aber dank seiner schnellen und kompetenten Reaktion konnte er dem Kunden die Sorgen nehmen und hat damit ganz nebenbei einen Folgeauftrag für die Schlafzimmer eingeholt. Sie kennen das, Ihre Arbeiten sind abgeschlossen und noch vor der Abnahme ist ein Schaden eingetreten. Damit Sie nicht auf dem Zusatzaufwand sitzen bleiben, sollte alles gut dokumentiert werden. Die WinWorker-App bietet dafür eine einfache und komfortable Lösung. Es geht um die durchgeschmorte Steckdose. Den Schaden hat Herr Sonne im WinWorker-Formular schnell aufgenommen. Über das Projekt, Formulare, Schadensmeldung. Projekt- und Adressdaten wurden vom WinWorker-Formular automatisch übernommen. Herr Sonne hat noch die voraussichtliche Schadenshöhe hinterlegt, den Verursacher und eine Beschreibung. Außerdem hat er eine Notiz eingesprochen und ein Foto gemacht. Gleich auf dem iPad lässt er den Kunden unterschreiben. Damit sind Schaden und Zusatzaufwand für die spätere Abrechnung gut dokumentiert. Und jetzt besprechen die beiden das Angebot für die Fassadensanierung. Alle Dokumente sind auf dem iPad abrufbereit. Das Aufmaß und auch das Angebot. Der Kunde ist offensichtlich noch unentschieden. Es geht ja auch um viel Geld. Er fragt erst einmal nach Referenzen und die findet Herr Sonne ganz schnell über die WinWorker-App. Er startet die Referenzsuche im Umfeld. Hier ganz in der Nähe haben wir eine Fassade renoviert bei Frau Familie Leinberger auf der Goethestraße 7. Mhm. Ja. Schauen Sie mal, hier habe ich ein Foto von der Baustelle. So, so sieht es aus. Ja. Nette Leute, wenn Sie möchten, können wir gleich mal dahin fahren. Oh schön, ich bin voll. Ja. Ja, gut. Okay. Mhm. Herr Küppers war ja wirklich beeindruckt. Die Fassadenrenovierung ist vermutlich in trockenen Tüchern. Und den Folgeauftrag für die Schlafzimmer gibt's noch obendrauf. So wurde mit der WinWorker-App aus einem geplatzten Termin ein überaus erfolgreicher Vormittag. Und jetzt ist Freizeit angesagt. Herr Sonne genießt den freien Nachmittag mit seinen Kindern und behält seinen Betrieb mit der WinWorker-App dabei immer fest im Griff. Gerade kommt eine Meldung auf seinem iPad an. Herr Bach hat von der Baustelle Erfurter Weg ein mobiles Bild geschickt. Da könnte es ein Problem geben. Tatsächlich. Die Mitarbeiter können nicht anfangen, weil der Elektriker die Satellitenanlage noch nicht abmontiert hat. Also das hätte doch längst erledigt sein sollen.
Das Problem klärt Herr Sonne gleich mit dem Architekten. Unter den Beziehungen zur Adresse ist der verantwortliche Architekt schnell gefunden. Herr Kurand. Herr Sonne ruft ihn gleich an. Sonne, guten Tag, Herr Kurand. Es geht um die Fassadensanierung bei Frau Lubeck. Ja, wissen Sie, wir haben da ein Problem. Meine Leute können nicht anfangen, weil die Satellitenanlage nicht demontiert ist. Wir können das gern für Sie übernehmen. Jedoch müssen wir die Zeiten natürlich gesondert in Rechnung stellen. Ja, prima. Gut. Das Problem ist schnell geklärt. Der Architekt weiß, dass die Arbeitszeiten mit mobiler Zeiterfassung genau dokumentiert werden. Deshalb stimmt er der vorgeschlagenen Lösung von Herrn Sonne gerne zu. Noch schnell die Mitarbeiter informieren. Hallo Rudolf. Ja, ihr baut die Anlage ab und bringt alles in den Keller von Frau Lubeck. Bucht die Stunden auf Regiearbeiten. Das ist mit dem Architekten geklärt und wird extra gezahlt. Ja, okay, tschüss. Sie haben es gesehen. Mit der Windworker-App kommunizieren Sie auch unterwegs perfekt mit Ihrem Betrieb. Sie können Wartezeiten produktiv nutzen, Probleme schnell erkennen und lösen. Sie wissen, welcher Mitarbeiter wo was tut und können bei Bedarf sofort umdisponieren. Sie behalten immer und überall Ihren Betrieb fest im Griff. Erfolg ist planbar mit der Windworker App.